Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, was habe ich heute vor? Bin wieder zu Hause gestartet. Eigentlich nichts Besonderes. Hab zwar das Navi dabei, aber nur zum Track aufzeichnen. Hab also nichts runtergeladen. Ich wollte mir mal einen Weg anschauen, den ich glaube, entweder noch nie oder schon ewig lange nicht gegangen bin. Und bin mal gespannt, wo ich heute noch hinkomme. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr einfach dran. Ja, und des Weiteren ist das heute auch wieder ein Test der Vlogging-Möglichkeiten. Ich habe immer noch nicht die Halterung, also die kommt tatsächlich aus China. Bin mal gespannt. Ich fahre am Samstag auf eine kleine Radreise. Hoffe mal, bis dahin ist die Halterung da. Ich habe es jetzt noch mal anders improvisiert, weil baumeln lassen ist auf Dauer ja auch nicht gut für die Kabel und für die Buchsen. Jetzt habe ich es mit Tesafilm so seitlich angeklebt, ungefähr da, wo es auch mit der Originalhalterung hängen würde. Es gibt ja die Funktion, das auch auszublenden. Ich hoffe mal, dass das an der Stelle auch funktioniert. Wenn nicht, Pech gehabt. Dann seht ihr halt das Mikrofon in der Kamera. Kann ich dann heute auch nicht mehr ändern. Ja, ein schöner kleiner Weg hier. Aber wir kommen jetzt auch wieder der Autobahn näher. Die müssen wir gleich einmal unterqueren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, normalerweise gehe ich immer auf der anderen Seite der Gleise entlang. Heute will ich mal hier in den Wald rein und mal schauen, was es hier vorne zu sehen gibt. Ich denke mal, früher oder später komme ich bestimmt auf ein Stück des Weges, das ich schon kenne. Also sind hier gerade wieder unter der A43 die Richtung, der Richtung Münster. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, früher wäre es auch noch geradeaus weitergegangen. Aber mein Gott, das ist schon 20 Jahre, 30 Jahre her. Mein Gott, was liegen hier Altkleider rum? Was soll der Scheiß? Ja, und ich habe übrigens wieder Glück mit dem Wetter. Die Sonne kommt da hinten ein bisschen raus. Der Bernd hat mich ja gestern schon gefragt, wie ich das denn machen würde.
dass ich immer schönes Wetter hätte in letzter Zeit. Aber nee, ich schaue einfach immer nur ziemlich regelmäßig den Wetterbericht und schaue, wie da das Wetter jetzt in den nächsten paar Stunden ist. Und dementsprechend suche ich mir dann eine Tour raus, um das Schönwetterfenster, wenn man so will, auszunutzen. Jetzt bin ich hier hinter mir in den Wald rein. Hab gedacht, wäre vielleicht eine schöne Ecke, aber da stehen nur zwei Hochstände. Also sieht mir so aus wie eine Kirrung zum Wildbeobachten und so. Also naja, gehen wir erstmal da weiter. Ja, so kann es gehen. Jetzt wandere ich schon die ganze Zeit hier an den Gleisen entlang. Naja, zum Glück kommt hier nicht allzu oft ein Zug vorbei. Und auf der Seite ist ja recht schön, aber da kommt man irgendwo rein. Und ich will jetzt auch hier nicht unbedingt durchs Unterholz brechen, weil ich weiß, dass hier in diesem Waldstück ziemlich viel Wildschweine unterwegs sind. Mir ist hier auch schon eins direkt über, mehr oder weniger über den Fuß gelaufen. Na, gucken wir mal, irgendwann früher oder später wird rechts ein Weg abgehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube sogar schon hier. Brückegasse oder Weg? Ne, ich denke eher ein Weg. Den werde ich einfach mal nehmen, wenn ich da trocken rüberkomme. Ja, wird schon klappen. Ja, die haben ja hier in der Gegend eigentlich ziemlich viel Verjüngungsschnitt gemacht. Beziehungsweise Erhaltungsschnitt oder wie auch immer, Wertschnitt. Aber hier in dem Stückchen hier scheint noch nichts passiert zu sein. Aber es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Obwohl, ja. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, und auch dieser Weg hier führt nur in die Kirrung. Hier sehe ich zwei Hochsitze. Da vorne steht auch noch, dass der Weg hier endet. Achtung, Wildkamera. Also, ja. Ja, schade, dass sie da nicht einfach direkt da vorne schon Sackgassenschild hinmachen. Ich könnte da jetzt irgendwie über die Wiese weiter, aber keine Ahnung, wo ich dann hinkomme. Da drehe ich lieber wieder um. Hab jetzt auch nicht so die Lust, mich da kilometerweit durchs Unterholz zu schlagen. Ach so, die Wildkamera da, die war übrigens für mich nicht der Grund umzudrehen, das wäre mir egal. Weil ist hier kein Naturschutzgebiet. Es gibt ja kein Waldbetretungsverbot. Also da kann der Jäger mir gar nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Jagdpächter, der hier in der Gegend ist, das scheint ein netter Mensch zu sein. Weil das ist ja hier auch die Gegend, wo wo von dem einen Wanderweg auf einmal die Schilder fehlten. Da hatte ich ja damals schon
so den Eindruck. Ich meine, ich kann es ja verstehen, dass die Jäger das nicht gerne sehen, wenn da wo die anfüttern oder ja, ihr Wild beobachten, dass sie nicht ganz gerne haben, dass da Leute durchspazieren. Aber man könnte da ja auch mal informieren, ne? Wenn man da schon so ein Schild hinmacht, so nach dem Motto, der Weg endet hier, Achtung Wildkamera, wie gesagt, beeindruckt mich gar nicht. Aber man könnte ja auch da ein Informationsschild hinmachen, hier wird wild beobachtet. Deswegen wäre es nicht so gut, wenn da ständig Leute rumspazieren. Würde in meinen Augen Sinn machen. Naja, miteinander reden scheint für einige nicht so leicht zu sein. So, von da komme ich gerade. Ich weiß jetzt auch, wo ich bin. Wenn ich da reingehe, dann komme ich zu der Hütte, wo ich ja so gerne Kaffee trinke. Aber da will ich jetzt nicht hin, oder zumindest jetzt noch nicht hin, ist noch ein bisschen früh. Ich werde jetzt noch ein Stückchen weiter in die Richtung gehen. Ja, da vorne geht auch ein Weg rein, aber ich meine, da wäre ich schon mal gewesen. Ich gehe noch ein Stückchen weiter geradeaus. Genau, da geht auch ein Weg rein. Den bin ich aber auch schon mal gegangen. Da komme ich auch auf den Römerweg. Das wäre mir jetzt aber auch noch zu früh. Deswegen bleibe ich an den Gleisen. Aber so schlecht ist es hier nicht. So, da vorne ist Schnellstraße. Wenn ich jetzt hier drunter her weitergehe, dann komme ich nachher wieder nicht zurück. Also werde ich jetzt hier den Weg reingehen. Und dann lasse ich mich mal überraschen, wo ich rauskomme. Ja, im Großen und Ganzen denke ich mal, wenn ich in die Richtung gehe, weitergehe, werde ich irgendwann auf den Römerweg stoßen. Auch hier das Waldstück ist schon voller Markierung für die nächste Aktion. Aber auf der Seite noch gar nichts. Aber seht ihr, wie dicht hier das Unterholz ist? Da fühlt sich die Wildsau wohl. Ja, da ist schon der Römerweg. Ich schau mal nochmal auf den Kiebitzberg.
Ja, so wirklich weiß ich nicht, ob ich hier durchkomme oder ob das hier nur ein Wildpfad ist. Ich probiere es mal ein paar hundert Meter. Ansonsten drehe ich halt um. Aber wie ein Wildpfad sieht es mir hier nicht aus. Ja, ein Wildpfad ist es nicht gerade. Ich denke mal eine ehemalige Rückegasse, die aber recht gut frequentiert wird. Aber ich laufe jetzt so grobe Richtung wieder nach Hause, parallel zum Römerweg. Aber hier ist es an der Stelle doch recht einsam. Ja, wenn man Zeit hat, in der Woche zu gehen, hat man natürlich den Vorteil, dass recht wenig Leute unterwegs sind. Ich habe bis jetzt nur eine Joggerin und ein Pärchen gesehen. Andersrum kann man in der Woche natürlich auch den Nachteil haben, dass auf einmal ein Weg gesperrt ist wegen Forstarbeiten oder so. Ja, wobei jetzt ja eigentlich zu der Jahreszeit dürfte das auch kein Problem mehr sein. Oh, geht hier gerade ganz schön bergauf. Ja, alles noch im Rahmen. Ja, gerade habe ich ein kleines Päuschen gemacht, bisschen was getrunken und was gegessen, was Kaltes. Und ja, habe jetzt die Richtung auch gewechselt, bin jetzt auf dem Weg zum Römerweg. Und dann bin ich gleich wieder aus dem Wald raus. So nach und nach zieht sich der Himmel zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Uhr wir es haben. So ab 10, 11 Uhr ist Regen angesagt. Keine Ahnung, ob der Wetterbericht damit recht hat. Aber ich habe ein paar Kilometer im Wald gemacht und das ist das Wichtigste für mich heute. Herrliches Wetter. Aber irgendwann wird heute bestimmt noch mal Regen kommen. Also ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ist jetzt so 20 vor 12 sein. Also hat der Wetterbericht gelogen.
Ach, da bin ich froh, dass ich heute Morgen losgelatscht bin. Bin schon wieder auf den letzten anderthalb Kilometern. Wieder kurz vor zu Hause. Also, ich bin froh, dass ich rausgegangen bin. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn es nur 3,5 Stunden oder so waren. Ich schätze mal so 12 Kilometer werde ich haben, bis ich zu Hause bin, vielleicht 13. Ja, besser wie nichts. Ich war draußen heute, habe ein bisschen frische Luft genossen, ein bisschen Sonne tatsächlich auch abgekriegt. Damit bin ich schon zufrieden. Na gut, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.